In der Ukraine setzen die russischen Invasionstruppen ihre Angriffe auch am 5. Kriegswochenende fort. Dabei wurde das Hauptquartier der Luftwaffe in Winnytsia im Westen des Landes von Marschflugkörpern getroffen, wie es von ukrainischer Seite hieß. Es habe erhebliche Schäden gegeben. Über Opfer wurde nichts mitgeteilt. Für die Menschen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer will Frankreichs Präsident Macron nun eine internationale Rettungsaktion in Gang setzen. Sie haben es herausgeschafft aus den am stärksten umkämpften Gebieten. Menschen aus Mariupol und Melitopol werden in mehreren Bussen ins Landesinnere gebracht. Unter ihnen Nadezhda Jekimowa, die mit ihren beiden Kindern hierher nach Saporischschja gefahren wurde. Es ist so hart und beängstigend. Ich habe keine Angst um mich, sondern um die Kinder. Ich bin sehr besorgt, dass sie all das sehen und dass ihnen etwas Schlimmes passiert. Besonders dramatisch ist die Lage in Mariupol. Die Stadt ist nach den vielen Angriffen weitgehend zerstört. Die humanitäre Lage katastrophal. Hier Bilder aus der Stadt von gestern. Für die Menschen ist es lebensgefährlich zu fliehen. 26.477 Einwohner von Mariupol sind über Fluchtkorridore nach Saporischschja gebracht worden. Die Situation ist absolut tragisch. Der französische Präsident Macron plant eine große Rettungsaktion. Wir werden mit der russischen Seite verhandeln. Ich hoffe, wir werden das mit so vielen Interessensvertretern wie möglich machen können. Je schneller, desto besser. Die ukrainische Regierung hofft, dass im Laufe des Tages weitere Fluchtkorridore eingerichtet werden. Oliver Meyer-Rüth in Uman. In der Zentralukraine nach wie vor kommen ja viele Menschen nicht aus der Hafenstadt Mariupol heraus. Nun soll es also eine erneute Rettungsaktion von Frankreich, der Türkei und Griechenland geben. Welche Erfolgsaussichten hat die denn? Ja, kurz vorneweg, ich stehe hier am Friedhof der zentralukrainischen Stadt Uman. Hier fand gerade die Beerdigung von zwei ukrainischen Soldaten statt. Jetzt zu den Erfolgsaussichten. Der französische Präsident Macron will ja mit dem russischen Präsidenten Putin eben zu dieser Evakuierungsaktion verhandeln. Ich denke, man muss diese Verhandlungen erstmal abwarten. In jedem Fall kann man sagen, für die Menschen in Mariupol wäre natürlich diese Evakuierung ein Segen, denn wir können hier immer wieder in Uman auch mit Flüchtlingen aus Mariupol sprechen und sie erzählen uns das, was da gerade passiert in Mariupol, wie die russischen Soldaten, wie die russische Armee gegen die Menschen in Mariupol vorgeht. Das seien Kriegsverbrechen der ganz brutalen Art. Wie lässt sich denn das Engagement der Türkei und auch Griechenlands erklären? Ja, also sicherlich ist es gut und steigert die Erfolgsaussichten, dass die Türkei mit im Boot ist. Denn der türkische Präsident Erdogan hat zwar auf der einen Seite immer wieder die Aggression der Russen Putins verurteilt gegen die Ukraine, auf der anderen Seite hat aber auch keine Sanktionen erlassen gegen Putin. Und deswegen dürfte er vielleicht Gehör finden auch bei Putin und dazu beitragen, dass diese Evakuierung gelingen könnte. Was dazu kommt, ist der letzte Konsul der EU, der in Mariupol bis vor 5 Tagen noch war, war der griechische Konsul. Er weiß also ziemlich genau, was dort in Mariupol vor sich geht, hat Ortskenntnisse dort und das könnte vielleicht auch dazu beitragen, dass wenn die Evakuierung stattfindet, dass es dann mit seinen Kenntnissen gut klappen könnte. Nun gibt es Meldungen, dass der Bosporus, die Meerenge zwischen Europa und Asien, teilweise für Schiffe gesperrt ist, weil ein Fischer eine Seemine gefunden hat, die womöglich aus der Ukraine stammt. Welche Auswirkungen könnte das denn haben? Ja, zum einen dürfte es Auswirkungen für den Schiffsverkehr haben. Es fahren ja viele Containerschiffe durch den Bosporus ins Schwarze Meer bzw. aus dem Schwarzen Meer ins Mittelmeer. Und das hat natürlich dann Einschränkungen, das bringt Einschränkungen für den Schiffsverkehr mit sich. Was noch dazu kommt, es dürfte eben auch Einschränkungen haben für die Fischerei, für den Fischfang. Viele Fischer werden natürlich, wenn man so eine Mine jetzt gefunden hat, erstmal davon absehen, weiter zu fischen. Und das hat dann auch Konsequenzen für diese ganzen Länder, die da rund um das Schwarze Meer liegen. Dankeschön nach Uman, Oliver Meyer-Rüth.